Ja, leider fehlt mir noch der zweite Monitor. Momentan habe ich noch keinen. Okay, das ist doch etwas zu laut. So, jetzt aber. Ja, der zweite Monitor fehlt mir leider noch. Deshalb, immer wenn ich was an der Musik machen muss oder so, seht ihr halt den Menü. Titel von Minecraft. Kann ich leider nichts tun momentan. Ja, toll. Nee, oder? Okay, jetzt müssen wir improvisieren. Wir haben für alles gesorgt. Wir gehen ja nie ohne Material aus dem Haus. Und jetzt haben wir nämlich hier unsere Werkbank mitgenommen. Und da können wir nämlich jetzt Holz schön zu Stöcken machen. Und die Stöcke schieben wir uns nicht in den Popo. Sondern aus den Stöcken machen wir jetzt neue Spitzhacken. Jo. Eine Spitzhacke, zwei. Dann machen wir direkt nochmal eine dritte. So. Schön. Dann können wir das auch wieder hier zusammenpacken. Und dann können wir nämlich weiter hier uns voranarbeiten. Mexico, la Paranda. Ripa. Kohle. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier. Ich habe Angst hier. So. So. Und jetzt können wir uns ja eigentlich hier in die Fluten stürzen, ne? Eigentlich. Aber wir bauen uns eine schöne Brücke. Das ist doch schön. So, kommt hier noch eine zweite hin. Eine Brücke aus Erde. Jetzt können wir nämlich hier auch ein bisschen mal Fackeln anbringen, damit hier ein bisschen Licht herrscht. Und dann begeben wir uns mal weiter an das Eisen hier. Eisen. Eisen. Mit dem Eisen gehen wir mal wieder auf Reisen. Und schneiden keine Schneisen. Da oben ist noch mehr Eisen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Nee, wir müssen hier mal ein bisschen. Huch. Nee. Ist nicht schön. Ich will nur Eichen abarbeiten. Sagt mir nicht, der hat die Eisen da unten. Ich dachte schon, jetzt hat er hier das ganze Eisen. Da oben ist noch mehr Eisen. Komm ich da dran? Komm ich da dran? Komm schon. Jo. Ja, nee. Ah, da. Na, komm schon. Eisen. Springen. Jo. Huch. Okay. Jo, jetzt haben wir jetzt. Jetzt müssen wir doch noch was da reinstopfen. So. Ne, ist doch auch schön, so ein kleiner Wasserfall für uns ganz alleine. Und während hier die schöne Spieluhr spielt, können wir uns damit vergnügen hier ein bisschen. So, lala zu machen und dann so und dann so und so. Und jetzt machen wir einfach schön hier so. Es sieht doch wieder schön aus. Hier kann man ja auch schon wieder hochgehen hier. Und hier haben wir jetzt auch meine Fackel. Hier können wir jetzt noch ein bisschen Kohle machen. So. Kohle ist schön. Ja, wie findet ihr eigentlich Minecraft so? Ich meine, ich nehme an, einige werden es auch selbst spielen und so. Und mich würde mal interessieren, wie euch das Texturenpack hier von Hannibal gefällt, die Beta-Version. Wir können gern auch mal verschiedene Texturenpacks ausprobieren, um einfach mal zu gucken, ob ein schönes mit dabei ist. Das kommt halt immer wieder auf euch drauf an, welches euch gefällt. Wir müssen nicht bei dem einen hier bleiben.
Hannibal macht momentan an einem Texturenpack, was aber noch nicht ganz ausgereift ist. Und sobald das fertig ist, würde ich gerne das übernehmen. Aber bis dahin können wir ja verschiedene Texturenpacks mal ausprobieren. Schreibt doch einfach mal unten rein, welche ihr denn mal gerne haben wollt oder welche euch gefallen könnten. Und dann schaue ich mal, dass ich mir die besorge und dann gehen wir mal verschiedene Texturenpacks einfach durch. So, jetzt. Boah, ist ja hoch hier, ne? Guck, da oben ist Nebel, da sieht man gar nichts mehr hier. Und hier geht's tief runter. Okay, können wir uns hier, vielleicht können wir uns hier durchwuseln. Ja, guck mal, ist das nicht schön? Und hier ist noch mehr Eisen. Und wieder Kohle. Und ich bin ja so einer, der lässt nie gerne was liegen. Ne? Also wenn ich was finde an Ressourcen, dann kloppe ich die auch raus. Und wenn ich der Meinung bin, wir haben genügend davon, dann lasse ich sie auch mal drin. Ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, komm schon. Aber ich glaube, da brauchen wir, das ist Redstone. Das können wir mit einer... Das ist aber groß hier, ne? Oh. Es geht ja. Das ist ja böse. Sieht ja echt böse aus hier. Voll böse. So. Da ist noch ein bisschen Eisen. Und ich würde mal sagen, wir müssen jetzt nochmal unsere Werkbank platzieren und bauen uns mal eben schnell einen Ofen. So. Ein kleines Öfchen. Kohle haben wir ja. Und mit der Kohle schmelzen wir uns mal eben hier das Eisen. Denn wie schon gesagt, ohne das Eisen gehen wir ja nicht auf Reisen. Ne? Und jetzt möchte ich eigentlich gerne mal irgendwie einen Weg hier über die Lava bahnen. Hab aber Angst, da reinzufallen. Und... Na, komm schon. So. Ach du. Kacke, das ist ja... Also wir bahnen uns hier langsam einen Weg. So und 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 so. Ja, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und jetzt... Okay, das ist ja... Gut, dann können wir ja hier noch jetzt zumachen. So. Ja, sieht doch schön aus. So, jetzt können wir da hinten auch an den Redstone noch dran. Und jetzt schauen wir mal, wie weit hier... Da können wir schon mal 3 Eisen nehmen für die Eisenspitzhacke. Jo. Perfekt. Die nehmen wir uns natürlich auch gleich mal. Und dann begeben wir uns mal hier den Redstone abzukloppen. Ist das überhaupt Redstone? Ja, Redstone, genau. Würde mich auch wundern, wenn nicht, weil es gibt manchmal auch so Farbdinger und die verwechselt man manchmal mit Diamanten und auch mit Redstone und so. Und das ist natürlich... Ah, wir haben Redstone gefunden. Das ist echt... Diese Map ist echt genial. Also, ich habe immer gesagt so, boah, wenn du von Minecraft ein Let's Play machst, dann musst du aber auch eine vernünftige Map haben, wo man auch mal Redstone findet. Und vielleicht auch mal ein paar Diamanten. Und wir sind ja noch nicht durch hier. Ich gehe jetzt mal erstmal wieder zurück. Jetzt haben wir kein Holz. Können wir uns keine Truhe bauen, ne? Gut, wir müssen uns diesen Ort irgendwie ein bisschen merken. Wir warten jetzt noch, bis das restliche Eisen hier fertig ist. Können wir schon mal ein paar Pilze hier einsammeln. Haben wir eh nichts zu tun. Könnten Pilzforscher werden, so. Hallo, liebe Kinder. Heute haben wir einen Braunpilz. Dieser Pilz ist essbar, aber nur, wenn man ihn in eine Suppe kocht. Bei Fragen, fragen Sie Ihren Hausarzt oder Apotheker. Huch. Nee, nicht da. Jetzt ist... Jo.
48 Redstone. Ach du Kacke, es ist viel. So, und ich traue mich gar nicht hier. So, und dann so. Und kommt da was? Hallo? 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 Toll. Ja, hier geht's nicht weiter. Doch, hier. So. Da kann er angrenzen. Ja, wir sind ja nicht doof, ne? Wir müssen ja hier ein bisschen die Lava eingrenzen, damit die Lava auch hier uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Und ich bin ja noch in der Hoffnung, dass wir noch Diamanten hier finden, bevor wir wieder zurück zu unserer Bude, zu unserer Haus, unserer Bude, unser, bevor wir wieder zurück zu unserem Haus gehen. Jetzt erstmal was in den Magen schieben hier. Dickes Schwein. Und dann würde ich mal sagen, begeben wir uns jetzt mal hier auf den Weg hier rüber. Komm schon. Kommt schon. So. Huch. Ah, hier ist wieder diese blöde Fliege, ne? Die ist echt fies. So. Jetzt hoffe ich mal, dass die Lava nicht... Cool. Okay. Jetzt haben wir natürlich... Können wir die mit... Nee, natürlich nicht. Das ist nämlich, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Ja, doofe Sache. Egal, können wir auf jeden Fall nicht abarbeiten, nur mit einer Diamantspitze. Und da hinten ist noch mehr Redstone. Und da ist Gold. Alter, das ist ja... Ist ja eine extrem coole Map, ist das. Okay, da kommen wir aber gleich zu. Hier, das meine ich, das sind diese blauen Dinger. Und das sind keine Diamanten, sondern das sind so Farbstoffe, wo du so blaue Sachen mitmachen kannst. Also so Wolle blau färben und so, ne? Ja, Lapis Lazuli. Lapi Lapapa. Papa Papi. So. Jetzt gehen wir mal weiter hier, was wir hier noch haben. Ist ja mal. Da oben ist noch so viel. Da können wir gar nicht alles abarbeiten, weil das alles so hoch ist hier. So, jetzt sag nicht hier, der ist an die Kohle vorbeigegangen oder so. Ich will hier erstmal ein bisschen gucken. Wo geht's denn hier denn wieder lang? Also wir gehen immer tiefer in den Bau des Löwen. Da ist noch mehr Redstone. Ja, da müssen wir aber jetzt nicht hin. Nee, ist mir jetzt zu doof, da hinzugehen. Wir gehen einfach mal wieder zurück. So, machen wir hier wieder Licht an. So ist brav. Und jetzt gehen wir mal hier nach rechts. Schauen wir mal, wo es dahin geht. Hier ist Sackgasse. Okay. Geht also nur in eine Richtung. So, jetzt hauen wir hier eben das Kohle weg. Und dann... Damit auch ja nicht gesagt wird hier, der Simon würde hier irgendwas vergessen oder so und macht das mit Absicht hier und lässt einfach die Kohle hier liegen. Nee, natürlich nicht. Ich wollte erstmal halt ein bisschen gucken, so ein bisschen umgucken und so und dann sammle ich immer gern und freue dich alles ein. Jo. Die Fackel nehme ich aber wieder mit. Und dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Aua. Ja gut, hier ist jetzt auch noch Kohle. Können wir uns jetzt natürlich auch noch eben mitnehmen, wo wir gerade auf dem Weg nach drüben wieder sind. Jo, ich habe wieder so viel Kohle. Das ist schon wieder so eine unendliche Ressource an Kohle hier. Wo wir schon wieder haufenweise
Gebimmel hören. Und wir wieder ein Level-Up haben.